Gute Nachrichten vom Motor der deutschen Wirtschaft. Die Ausfuhren haben im Februar kräftig zugelegt, trotz der aktuellen Lieferengpässe und des bereits einbrechenden Russlandsgeschäfts infolge des Ukraine-Kriegs. So hat Deutschland Waren im Wert von 124,7 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 14,3% mehr als im Februar vor einem Jahr. Eine neue Bestmarke. Die Exporte nach Russland sanken um 6,3%. Die Wiesbadener Behörde rechnet damit, dass sich die Sanktionen des Westens gegen Moskau erst in den Märzzahlen deutlich zeigen. Weiterhin große Sorgen gibt es in Europa wegen der großen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland. Zuletzt warnten deutsche Banken und die Industrie vor einer Krise für die Wirtschaft, falls Moskau seine Lieferungen nach Europa einstellen sollte oder der Westen einen Importstopp verhängt. Darüber hat meine Kollegin Anne-Kathrin Beck an der Frankfurter Börse mit Werner Krämer gesprochen. Er ist Chefökonom beim Asset Manager Lazard. Und als erstes fragte sie ihn, wie schwer die Konjunktur aus seiner Sicht leiden würde, wenn Gas aus Russland entfiele. Es gab in den letzten Jahren einen oder zwei große Trends in Deutschland. Mhm. Einerseits hat man Gas als eher alternative, saubere Energie empfunden und hat deshalb viele andere Energieformen durch Gas ersetzt, wie Kernkraft und Kohle. Und andererseits hat man auch in der Industrieproduktion immer mehr auf Gas basierende Produktion. Sie dürfen das Mikro ein bisschen höher halten, dann verstehen wir Sie besser. Ja. Super, danke schön. Auf Gas basierende Industrieproduktion immer mehr ausgebaut. Gleichzeitig hat man aber dummerweise die klassische Lehre der Kapitalanlage, nicht alle Eier in einen Korb legen, sträflich vernachlässigt und hat voll auf Russland gesetzt. In gewissem Sinne ist das nachvollziehbar, weil es halt die billigste und eigentlich am sauberste Energie ist. Aber nun liegt sozusagen der Korb auf der Erde und es ist nur noch Rührei da. Das ist äußerst schwierig, wieder aus dieser Situation rauszukommen. Und wegen der großen Bedeutung von Gas aus Russland mit ungefähr der Hälfte in der Industrie, aber auch bei der Wärmegewinnung, ist es halt fast kurzfristig fast nicht ersetzbar. Sie sagten es gerade, Industrie. Wie schwer würde das die deutsche Industrie treffen, die ja teilweise sehr abhängig ist vom Gasgeschäft? Ja. Siehe BASF so weiter. Ja, womit rechnen Sie da? Der ein oder andere wird sich erinnern, einer der großen Gewinner an den Börsen in den letzten Jahren ist das Unternehmen Linde, Industriegase. Ein fulminanter Wachstumsschub in den letzten Jahren. Und das ist deshalb, weil überall Industrie immer mehr Gas, immer mehr Industriegase verwendet wird. Und das betrifft insbesondere Industrie, natürlich wie die Versorger, klar, aber dann auch die Chemieindustrie, die Metallverarbeitung oder auch kleinere Industrien wie Papier, Keramik, Glas. Also eigentlich fast überall, wo richtige industrielle Prozesse sind, fehlt das Gas. Und sogar die Lebensmittelindustrie. Ne? Und die Lebensmittelindustrie auch. Natürlich auch. Also überall ist heute eigentlich Gas drin, Verpackungen, also überall. Und wenn es eng wird, ist es halt nicht so ohne weiteres ersetzbar. Halten Sie da eine Rezession tatsächlich für möglich? Und ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Dieses Problem, das ich da beschreibe, ist natürlich am ausgeprägtesten in Deutschland. Weil wir haben voll auf dieses Gas aus Russland gesetzt und bei uns ist überall Gas drin. Ja. Andere Länder wie Frankreich oder wie Großbritannien haben dieses Problem nicht oder nicht so ausgeprägt. Deshalb, wenn man über Rezession redet, ist das in allererster Linie ein Problem von Deutschland. Von ein paar osteuropäischen Ländern natürlich auch, weil die auch historisch gesehen in dieser Abhängigkeit stecken. Aber es ist keins von der EU an sich oder von der Eurozone in sich. Also ein Rezessionsrisiko hat man tatsächlich in Deutschland. Da sind wir vielleicht nah dran. Wenn das jetzt umgesetzt wird, ein echter Boykott von russischem Gas, dürften wir wohl in eine Rezession reinrutschen. Aber in der EU oder in der Eurozone heißt das eigentlich nur, dass das Wachstum ein bisschen nach unten geht. Statt 4% hat man halt nur noch 2% oder 1,5%. Für die EU würde das... Für die EU. So, das ist dann keine Rezession. Aber schön ist es natürlich auch nicht, weil wir dachten ja immerhin, nach der Pandemie kommen wir jetzt richtig wie Phönix aus der Asche. Absolut. Und das ist jetzt alles wieder weggewischt.
In einer Studie von vielen renommierten europäischen Ökonomen ist die Rede davon, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt nur um 3% schrumpfen würde, wenn Deutschland kein russisches Gas mehr bekäme. Halten Sie das für realistisch oder ist das zu optimistisch vielleicht? Ja, das ist alles relativ, ne? Wir hatten ja ursprünglich Anfang des Jahres die Erwartung, dass das Wachstum 4% auch in Deutschland wäre. Mhm. Und das wurde ja eh schon immer mehr nach unten genommen, weil die Pandemie nicht richtig rumgeht, weil dann der Krieg anfing. So, wenn man jetzt eine Erwartung hätte von -2 und -3, das wäre schon ein enormer Rückschlag. Ja. Natürlich wäre es nicht vergleichbar der Rezession wie nach der Finanzmarktkrise, aber die Größenordnung wäre trotzdem so, dass da ziemlich viele Hoffnungen, die man am Anfang des Jahres hatte, sich in Luft auflösen. Ja, und angesichts der hohen Energiepreise, die wir weiterhin dann haben werden, bekommen werden, wie auch immer, erwarten Sie denn, dass die Inflation in diesem Jahr noch wesentlich weiter steigen wird, dass sie möglicherweise am Ende des Jahres zweistellig sein kann? Also die Inflationsdiskussion hat man jetzt ja schon ein ganzes Jahr ungefähr. Man hat immer gedacht, das ist hauptsächlich vorübergehend. Mittlerweile weiß man, das wird nichts mit dem Vorübergehen. Das verschiebt sich nach unten. Also was jetzt zu erwarten ist, ist, dass wir einen weiteren Schub nach oben kriegen. Man muss sehen, innerhalb der Eurozone, Frankreich, andere Situation, hat erst 4,5%, während so ein Land wie Litauen, was ja nah an Russland und dem Gas dranhängt, hat 15% zuletzt. Das wird sich wohl noch ein bisschen nach oben verschieben. Es wird irgendwann wieder runterkommen. Also so eine Marktwirtschaft, die findet da schon irgendeine Lösung, dass sich das irgendwie wieder erledigt. Aber es dauert halt viel länger, als man erwartet hat. Und es wird dann das ein oder andere Land kriegen, was vorübergehend jetzt wieder dann doch Richtung 10 kommt und dann runterkommt. In Deutschland vielleicht 8,5 bis 9. Als möglichen Ersatz für Erdgas aus Russland soll Deutschland künftig Flüssiggas importieren. Niedersachsen will die nötigen Infrastrukturen für das Anlanden des sogenannten LNG in Wilhelmshaven zügig ausbauen. Dabei setzt die Landesregierung auch schwimmende Anleger, um die Zeit bis zur Fertigstellung eines regulären Terminals zu überbrücken. Ministerpräsident Weil sagte der Welt, allein dadurch könne man bis zum ersten Quartal kommenden Jahres voraussichtlich etwa 20% der russischen Erdgaslieferungen ersetzen, später sogar 40%. Zudem plant der SPD-Politiker ein Gasfeld in der Nordsee, das je zur Hälfte auf niedersächsischem und niederländischem Gebiet liegt, wenn der Umweltschutz gesichert sei. Die Lage in der Ukraine und die Frage, wie Deutschland darauf reagieren soll, war gestern auch Thema in der Sendung Anne Will. Ein Gast war die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist, also eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Sie zitierte Studien, wonach ein Importstopp von russischem Gas für die deutsche Wirtschaft ein Minus von 2,5 bis 6% zur Folge hätte. Grimm plädierte dafür, vor allem schnell zu reagieren und die Maßnahmen nicht zu lange hinauszuzögern. Wenn wir uns innerhalb von 3 Jahren unabhängig machen und das jetzt auch noch ankündigen, dann ist das ja quasi die Aufforderung an zum Beispiel China und Russland, ihre Verbindung, also die Verbindung der Gasfelder, aus denen wir beliefert werden, mit Asien schneller voranzutreiben. Und am Ende verlieren wir werden höhere Energiekosten haben, wenn wir weniger Gas aus Russland am Ende beziehen und mehr diversifizieren. Das ist natürlich teurer, aber deswegen haben wir es ja bisher nicht gemacht. Wir werden dann höhere Energiekosten haben, aber Russland wird sich in diesen 3-4 Jahren anders organisieren können, vielleicht zusammen mit China. China guckt sich das sicherlich auch ganz genau an. Deswegen ist das eine ganz andere Aussage. Das ist quasi auch ein Versprechen an die Bevölkerung. Wir kümmern uns um dieses Problem, aber das wird jetzt aktuell wenig auslösen in der aktuellen Kriegssituation. Und es gibt ja auch Zwischenschritte. Man muss ja nicht ganz abstellen, ein Embargo machen. Man kann verschiedene Möglichkeiten wählen. Ein Zoll wurde vorgeschlagen, ein Importzoll, der einfach dazu führt, dass wir einen Teil der sehr, sehr hohen Renten, die aktuell realisiert werden, abbekommen und damit vielleicht auch Hilfszahlungen für die Ukraine leisten können. Man könnte ein Ölembargo machen. Öl ist fast die Hälfte der Einnahmen Russlands. Gas macht gar nicht den Löwenanteil aus. Kommt immer ein bisschen auf die Preise an, die man aktuell beobachtet. Insofern gibt es auch Zwischenschritte und ich glaube, gar nichts tun aktuell ist wirklich eine möglicherweise sehr schlechte Entscheidung. Insofern sollte man da doch drüber nachdenken und sich mit den verschiedenen Varianten, die ja auf dem Tisch sind, auch beschäftigen.